Ich behandle ja auch Personen, die eine Geschlechtsidentitätsschwierigkeit haben. Das heißt, es sind Personen, die sozusagen zum Beispiel ein biologisch männliches Geschlecht haben, aber sich weiblich fühlen. Dann begleite ich diese Person auf dem Weg zu ihrer geschlechtlichen Identität. Und das sind schon ganz besondere Momente, weil man merkt, wie sich dann sozusagen die eigene Identität entwickelt, die eigene Identität aufblüht.